Glücksimpulse 2022. Wir wollen uns anschauen heute, wie ist es denn? Wie stellen wir uns denn ein auf das Jahr 2022? Worauf müssen wir denn achten oder worauf sollten wir achten? Wie schaut es aus mit Vorsätzen? Wie schaut es aus mit Vorhaben? Wie setzen wir die am besten um? Und dazu möchte ich heute ein bisschen mit euch plaudern, ein bisschen mit euch reden. Und Tanja Masurek wird uns auch gleich noch zugeschaltet sein. Sie ist ebenfalls Life-Coach und auch von ihr gibt es da wunderbare Ansätze. Und das wollen wir uns genauer anschauen. 2022 liegt vor uns und jetzt sind ja immer so die Wochen, so nach Silvester, so die ersten zwei, drei Wochen, wo wir alle so diesen Enthusiasmus in uns haben und sagen, ja, im neuen Jahr, da reißen wir alles nieder. Und irgendwie so nach ein paar Wochen ist es schon wieder alles vorbei. Und dann ist es schon wieder alles gegessen. Dann sind unsere Vorsätze schon längst wieder auf die Seiten geschoben und wir sind so wieder in unseren alten Mustern drinnen, in unserem alten Denkschema. Ja, also ich glaube, das kennt jeder von uns nur zu gut. Nur, woran liegt's? Oder was können wir machen, dass wir vielleicht unsere Vorsätze vielleicht besser umsetzen, dass wir unsere Vorhaben besser umsetzen und dass wir auch mental stärker durch 2022 kommen? Ich glaube, zum einen sollte man darauf schauen oder mal so ein bisschen wie eine Bilanz ziehen über das letzte Jahr. Was war im letzten Jahr? Was hat es Gutes gegeben? Was hat sich aufgetan vielleicht auch im letzten Jahr, was wir heuer vielleicht weiterführen wollen? Und zum anderen müssen wir schauen, was will ich wirklich 2022 umsetzen? Und da muss ich mir zum einen bewusst werden, will ich das alles selbst? Will ich das für jemand anderen? Und was will ich wirklich? Das heißt, ich muss mich mit meinen Werten und ich muss mich mit meinem Sinn ein bisschen auseinandersetzen. Das heißt, es ist ganz wichtig, da mal genauer hinzuschauen. Macht das, was ich möchte, für mich auch wirklich Sinn? Oder ist es nur so ein flüchtiger Gedanke, der irgendwie aufgekommen ist, dass ich sage, 2022 möchte ich das erledigen, aber so wirklich dran glauben tue ich nicht. Weil wenn wir nicht dran glauben und wenn wir nicht uns sicher sind, dass wir etwas umsetzen wollen, wenn das nicht für uns wirklich Sinn macht, dann haben wir ein Problem, weil dann werden wir es wahrscheinlich auch nicht umsetzen können. Und das ist eben das große Problem. Meistens scheitern dann unsere Vorsätze, weil wir irgendwie auf der Strecke bleiben. Weil wir fangen es an, aber es macht irgendwie keinen Sinn für uns und dann auf einmal ist der Vorsatz auch schon wieder weg. Und da ist die Tanja. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, lieber Marcel. Hallo, liebe Zuseher. Freut mich, dass du da bist. Ich habe gerade gesagt, so quasi, dass man auf das Jahr 2022 schauen soll, was will man eigentlich erreichen? Will ich das wirklich und macht das für mich einen Sinn? Und ist das irgendwie mit meinen Werten auch vereinbar? Weil meistens fassen wir ja irgendeinen Gedanken, okay, das machen wir. Und nach zwei, drei Wochen ist der Gedanke ja schon wieder weg und die Vorsätze sind sowieso schon längst beim Teufel und dann sind wir eigentlich wieder in unserem alten Schema drin. Wie würdest du sagen, dass man sich auf 2022 ausrichtet oder auch in dem Sinn, dass man vielleicht etwas vorhat, das umzusetzen? Ausrichten ist ganz wichtig. Vor allen Dingen, du hast es eh schon gesagt, ich habe ja schon zugehört, wichtig ist wirklich zu hinterfragen, eben, sind es wirklich meine Herzenswünsche, die ich da umsetzen möchte? Ja, weil die meisten von uns sind einfach ja auch so programmiert, sage ich einmal, von dem, was wir von unseren Eltern vorgelebt bekommen haben, was wir in der Schule erzählt bekommen haben und, ja. Mhm. Und viele von uns hören gar nicht mehr, was unser Herz eigentlich möchte, aber darum geht's. Und ich glaube, dass das, was in unserem Herzen wirklich lebt, dass wir das auch anziehen können, ja. Und deswegen denke ich, ist es auch ganz wichtig, sich zum Beispiel damit zu beschäftigen, mit dem Thema manifestieren, sich seine Realität zu erschaffen. Da gibt es tolle Bücher, die sind super spannend. Es gibt Filme dazu. Matrix ist sowas, ne? Zum Beispiel, oder What the Bleep Do We Know oder The Secret Klassiker, ja. Mhm. Und dass man sich da einfach auch schlau macht und groß träumt, sich erlaubt, groß zu träumen. Denn die richtig großen Visionäre, die haben nie aufgehört, groß zu träumen. Ich meine zum Beispiel Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat, der hat irgendwann später gesagt, er kennt 10.000 Wege, wie die Glühbirne nicht funktioniert. Ja? Aber er hat nie aufgegeben. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Du hast was Schönes angesprochen. Da stimme ich vollkommen überein mit dir. Und zwar das mit dem Herzen. Schauen, ob man das mit dem Herzen auch wirklich möchte. Weil ich glaube, wenn du was mit dem Herzen willst, wenn du das wirklich möchtest, ganz tief in dir drin und das spürst, dass du dazu vielleicht auch berufen bist,
dann tun sich die Wege auch auf, das zu tun, oder? Also da kommt viel von ganz allein dann auf dich zu. So ist es. Aber wichtig ist, sich dafür zu entscheiden und, wenn es nötig ist, auch etwas dafür zu tun. Sprich, ja, sich begleiten zu lassen von dir oder von wem auch immer. Es gibt ja ganz wunderbare Viele Gottes, ja. Begleiter draußen, ja, ist ganz klar. Ich meine, das ist auch so ein Ding. In Amerika ist es gang und gäbe oder alle erfolgreichen Menschen lassen sich begleiten. Das erzählen sie nur meistens nicht. Und das ist ganz wichtig, jemanden an der Seite zu haben. Ich lasse mich auch immer wieder coachen, ja. Jemanden an der Seite zu haben, der an mich glaubt, wenn ich gerade mal nicht an mich glauben kann, weil was weiß ich, ne? Und es gibt einfach Wege, wirklich zu hinterfragen, ist das echt ein Herzenswunsch von mir? Oder ist das etwas Aufgepfropftes? Oder glaube ich, dass ich jetzt durch das tolle neue Auto oder ich weiß nicht was, die Luxusreise oder, dass ich dadurch das Glück finde? Weil ich denke, jeder, der sich schon mal so einen Wunsch erfüllt hat, so einen materiellen Wunsch, meine ich jetzt, ne, der wird irgendwie draufkommen, das ist wie mit Kindern und Spielzeug. Wenn sie Weihnachten Spielzeug bekommen, ja, nach 2 Tagen ist es uninteressant. Und so ist es, man gewöhnt sich an den Erfolg, man gewöhnt sich an das, was man da so im Äußeren an materiellen Dingen manifestiert hat oder sich erschaffen hat oder sich eben zugelegt hat. Und dann merkt man, das ist aber nicht das, was jetzt wirklich befriedigt, meine Seele, mein Herz befriedigt, ja. Das sind nämlich die kleinen Dinge oft. Das sind zwischenmenschliche Dinge. Das sind Herzenswünsche, die wir uns erfüllen. Und da gibt es Wege, das herauszufinden. Und das ist absolut spannend und vor allen Dingen sehr, sehr wertvoll. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, dies zu tun, weil man verschwendet sonst so viel Zeit mit irgendwelchen Dingen, die vielleicht gar nicht so wichtig sind im Leben, ne? Das ist richtig. Und das Materielle, was du gerade gesagt hast, das ist genauso. Wir haben ja immer diesen Gedanken, dass wenn ich mehr Geld verdiene, wenn ich noch mehr arbeite, dann werde ich glücklicher am Ende des Tages, weil ich dann 4.000, 5.000, 6.000 Euro netto am Konto habe jetzt im Monat und das macht mich automatisch glücklicher. Das ist für einen gewissen Zeitraum vielleicht sogar richtig. Nur wir gewöhnen ja uns genauso an Geld wie an alles andere und irgendwann nimmt diese Wirkung vom Geld wieder ab. Und es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, Geld macht nur dann wirklich glücklich, wenn du keines hast. Ja, wenn Ja, du zu ja. wenig hast, als dass du dir dein Leben finanzieren kannst, dass du eine gescheite Wohnung hast, dass du gut essen gehen kannst und dass du vielleicht einmal im Jahr auf Urlaub fährst. Wenn du da sparen musst, dann macht dich Geld wirklich glücklich, wenn du mehr hast. Ja. Nur wenn deine Grundbedürfnisse, wenn dieses Leben, dieses normale Leben, ja, von diesem, was ich gerade angesprochen habe, wenn das abgedeckt ist und dann verdienst mehr, dann macht dich das mehr nicht glücklicher. Das ist ein wahnsinniger Trugschluss, den wir ständig aufsitzen. Und ich glaube, da ist so viel Übel begraben, genau nämlich in dieser Annahme, dass ich sage, na, wenn ich jetzt 8.000 Euro netto im Monat verdiene, dann kann ich nur glücklich sein. Probier es aus, in einem Jahr später wirst du nicht mehr so denken. So ist es, ja, genau. Ja. Und was Ziele anbelangt, vielleicht auch noch etwas, das habe ich. Ein ganz wichtiger Punkt ist, mal herauszufinden, was für ein Typ bin ich überhaupt, ne? Wenn man sich Ziele setzt, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Bücher liest über Erfolg oder keine Ahnung, ja, steht da oft drin, große Ziele setzen. Ich sage auch immer Großträumen, ja. Das Vertragte ist ganz einfach nur, es gibt zwei Typen von Menschen. Das eine sind die weg von etwas, ja, und die anderen sind die hinzu, ja. Das Also macht einen Riesenunterschied. das ist ein Riesenunterschied, weil ich bin zum Beispiel weg von, ja. Mich stresst es, wenn ich mir auf eine Zielkarte, was weiß ich, immer draufschreibe, keine Ahnung, ich will im Monat 25.000 Euro verdienen. Mich stresst das, ja. Für diese Menschen, das kann man einfach mal reinfragen, ja, was bin ich denn eigentlich, ja? Wenn ich ein Weg von bin, dann wäre es wirklich gut, sich einfach kleine Ziele zu setzen. Die Hinzu-Typen, die tun sich leicht mit großen Zielen, ja. Und dann darf man eben, ja, auch ins Vertrauen wieder kommen, einfach zu sagen, okay, ich weiß einfach, irgendwas da draußen schaut auf mich, ja. Und das, was wirklich in meinem Herzen lebt und das, was ich gerne umsetzen möchte, was ein Herzenswunsch ist, das kommt mit Sicherheit. Das ist einfach so.
Ja, Das mit aber den Zielen, das merkt man auch immer, das merke ich auch bei meinen Klienten. Wenn die ihr Ziel definieren, dann auf einmal stresst sie es. genau. Und dann denkt sie, dann sage ich, naja, vielleicht ist das Ziel auch gleich einmal zu groß gewählt. Wir können das schon als Ziel am Ende so sehen, aber welche kleinen Schritte, wie du es vorhin auch gesagt hast, sind denn nötig, dass wir das erreichen? Was wäre jetzt zum Beispiel der erste Schritt, das wir angehen können? Und wenn du das aufsplittest, dieses große in lauter kleine Zwischenziele, dann ist der ganze Druck schon einmal weg. Genau. Und was ich auch immer sage, das ist so, wenn sie sagen, ja, ich mag jetzt 20 Kilo, wenn ich 20 Kilo abnehme, dann bin ich glücklich. Ja, was ist, wenn ich jetzt 18 Kilo abgenommen habe schon? Bin ich dann noch immer unglücklich und warte nur auf die restlichen zwei? Da kann ich ja schon sagen, ich habe 18 Kilo ab, ich kann die ersten schon sagen, ich habe 1 Kilo schon geschafft, ich habe 2 Kilo geschafft, 3, das ist doch super, das ist doch schön. Das heißt, auch dieser Weg dahin kann einen doch schon glücklich machen. Ich muss ja nicht immer warten, bis ich das erreicht habe, das mich glücklich macht. Auch der Weg ist ja so eine schöne Erfahrung. So ist es. Und vor allen Dingen, was auch ganz, ganz wichtig ist, vielleicht auch mal zuerst, wenn du jetzt das Thema abnehmen willst, nimmst, ja, einfach mal vielleicht zuerst zu hinterfragen, warum habe ich denn überhaupt die 20 Kilo zu viel? Weil unser Unterbewusstsein ist immer bedacht darauf, uns zu schützen und das Beste für uns zu tun. Das hat irgendwann einmal einen Mechanismus entwickelt. Gehen wir jetzt zum Beispiel. Nehmen wir eine Frau, die, gehen wir mit den 20 Kilo, vielleicht hat die in ihrer Kindheit irgendwas erlebt, was nicht so angenehm war. Jetzt hat das Unterbewusstsein irgendwann beschlossen, okay, die müssen wir schützen, sei es vor Männerblicken, keine Ahnung, weil sie als Kind nicht damit umgehen können oder keine Ahnung. Man spürt ja auch als Kind ganz, ganz viel. Und Ja. dann entwickelt das Unterbewusstsein diese Strategie, okay, dann tun wir halt die Kilos drauf, dann schauen die Männer nicht mehr so, dann ist sie in Sicherheit. Ja, jetzt wird es schwierig, wenn man dann von außen hergeht und sich eine Diät nach der anderen gibt. Dann kommt es zurück, weil der Zweck nicht hinterfragt wurde. Da kann man zum Beispiel mit Hypnose ganz wunderbar dran. Ja, also da, ich habe meinen Klienten dann Da auch, muss man tiefer gehen, ja, ja. dass man einfach tiefer geht, weil sonst, ja, sonst wird es wirklich schwierig. Was kommt immer wieder zurück, weil es einen Sinn erfüllt, ja? Und so ist es mit allem, was uns so passiert im Leben. Und wenn es um Ist ja. Ziele geht, Ja. ist es immer gescheit, sich das wirklich anzuschauen. Was liegt denn drunter? Es ist ja auch bei der Angst genauso. Ja. Ja? Angst an sich ist ja was Gutes, Genau. weil uns das beschützt. Angst zeigt uns ja auf, hallo, da ist was, das dich bedrohen könnte. Und wir sehen Angst immer als was Negatives, wo wir sagen, ah, die Angst, das muss ich überwinden, durch die Angst muss ich hindurch, damit ich dann wieder gestärkt hervorgehe. Das mag vielleicht in vielen Belangen funktionieren, aber an sich muss man die Angst einmal verstehen und hinterfragen, warum ist sie denn da? Und was will sie mir sagen? Ja? Weil im Prinzip ist sie ein Schutzmechanismus für Das mich. ist wohl wahr. Das Problem beginnt dann, wenn man immer rauskommt aus der Angst. Ja? Ja, dann wird es Wenn, akut, ja. ne? Weil dann ist irgendwo was hängen geblieben. Es gibt ja auch wunderbare Körpertherapeuten, wie zum Beispiel James Levine heißt er. Der hat ein Buch geschrieben, da wird beschrieben, dass die Antilope, wenn die saust vor dem Tiger weg oder Geparden oder wie auch immer, dann gibt es diesen Totstellreflex zum Beispiel. Ja, So, jetzt ist das Raubtier weg, die Antilope, das Erste, was sie macht, sie schüttelt sich. Ja? Sie wird also diese Stresshormone, dieses Ganze, was der Körper da automatisch macht, ja auch bei uns, das Reptiliengehirn ist dafür zuständig, wird es durch das Zittern wieder los. Jetzt, bei uns Menschen ist es ähnlich. Ne? Wenn jemand was Schlimmes passiert, was passiert, er zittert. Das macht Sinn. Ja? Viele es aber nicht und schauen dann, dass die Menschen rückgestellt werden dabei und dann wird es ja erst zum Trauma. Ne? Das ist den Todstellreflex, den gibt es auch in der Existenzanalyse, wird der eben auch beschrieben. Also existenzanalytisch, psychologisch wird es ja beschrieben, so quasi, ich beziehe keine Stellung mehr zum Außen. Ich schotte mich ab. Jetzt mache ich zu. Jetzt ist aus. Genau, Jetzt bin ich nicht mehr da. das ist dieser Schockzustand, ne? Genau, das ist eine Art Schockzustand, ja, Reflex eigentlich, ja, Coping-Reaktion. Ja, genau. Da gehst du ja quasi, du dissoziierst ja quasi Ja. von dir selbst, von deinem Körper und so, ne? Und da kann man auch in der Angst hängen bleiben, ja? Und deswegen ist es wirklich Aber gut, sich da echt professionelle Hilfe zu holen, ne? ja,
Aber noch einmal beim Positiven noch für 2022, wenn Ja. wir jetzt in diese ganz, ganz schwerfälligen Sachen abdriften. Ich glaube auch, was wichtig ist, das Hier und Jetzt immer ein bisschen mehr zu schätzen und nicht immer auf die Vergangenheit zu schauen. Ich bin ja so, weil mir die Vergangenheit so gemacht hat. Ja, das mag schon stimmen, nur du hast immer die Entscheidung, wie geht es jetzt weiter. So ist es. Und mit der Zukunft, ich kann mir tausendmal die Zukunft ausmalen, ich werde niemals wissen, wie sie ausschaut. Das heißt, wir verschwenden so viel Energie, zum einen für die Vergangenheit und zum anderen für die Zukunft. Und was machen wir dann? Wir vergessen auf das Hier und Jetzt. Das ist so, wie wenn ich mir denke, wenn ich mir jetzt, wenn ich mit dir rede, mir denke, was muss ich morgen wieder machen? Morgen habe ich einen Dreh in der Früh, dann muss ich dann ins Homeoffice, dann habe ich am Abend habe ich einen Kurs und dann habe ich nur ein Coaching. Dann bin ich ja, komm, dann bin ich ja nicht bei dir, dann bin ich ja irgendwo schon wieder. Ja. Aber eigentlich sollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich mit der Tanja ein schönes Live auf Instagram. Wir geben Glücksimpulse für 2022. Vielleicht kann da wer sogar was rausziehen, im schönsten Fall. Und eigentlich sollte ich den Moment viel mehr genießen. Und das mache ich jetzt einfach. So ist es. Und das ist ja auch das tatsächlich, was die meisten Menschen oder viele Menschen machen, wenn sie im Gespräch sind, ne? Und du, jeder merkt es. Wenn du jetzt mir nicht wirklich zuhörst, dann, wenn du mit deinen Gedanken woanders bist, dann kann ich das spüren. Und das spürt jeder. Da muss Genau. man gar nicht wundern, wie spürig sein, ne? Und es ist tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn man eine Erinnerung rausholt und sie wieder quasi zurücksteckt in den Erinnerungskasten, verändert man sie. Das heißt, übersetzt, ich kann mir ja noch nicht einmal auf meine Erinnerung verlassen. Na, das ist dieser Effekt, ein Unfall, drei Zeugen, drei Geschichten dazu. Ja? Ja, unser Hirn macht es natürlich schöner, nicht? Irgendwann Genau. modelt das ein bisschen um. So ist es. Und je nachdem, wie wir gepolt sind, wie wir schwingen und so, interpretieren wir natürlich unsere Vergangenheit. Und vielleicht waren manche Dinge gar nicht so, wie wir es in Erinnerung haben. So, und jetzt ist unser Verstand ja eigentlich unser größtes Problem, sage ich mal. Der sollte eigentlich unser Diener sein. Aber meistens beherrscht er uns, ja. Und dann machen wir uns Horrorszenarien und dann um Gottes Willen, ne, was wird denn jetzt alles wieder werden und so. Und das Hier und Jetzt ist ganz wichtig. Und die einfachste Art und Weise, wie man ins Hier und Jetzt kommt, ist über das bewusste Atmen. Genau, ich wollte gerade sagen, also das Hier und Jetzt, diesen Verstand einfach mal anhalten für einen Moment. Ja. Wir denken ja ununterbrochen, aber man kann das Denken auch anhalten. Man kann es anhalten, zum Beispiel in der Meditation, klappt das ganz gut. Aber auch mit Atemübungen oder wenn ich mir einfach mal die Augen schließe und mal da sitze und mal einfach so, vielleicht nicht die Augen schließe, aber ich lasse offen und schaue so mal einfach in meine Umgebung. Und schau so ins Nichts rein. Dann irgendwann kommt so ein flüchtiger Moment der Zufriedenheit auf. Oder ich weiß nicht, ob ich es als Zufriedenheit betiteln kann, aber so ein Moment, der irgendwas in einem verändert. Der irgendwas anders macht, so für einen ganz einen kurzen Moment. Und das ist dann, wenn der Verstand anhält. Das ist dann, wenn ich nichts denke. Genau. Muss man einfach ausprobieren, weil das ist Muss man üben, ja. spannend. Ja, die meisten haben ja wirklich Probleme, den Verstand einmal anzuhalten und das ist uns noch nicht einmal bewusst. Ja? Also nur 4% dessen, was wir täglich so denken, ist uns bewusst. Allein das ist der Wahnsinn, ja. Da Ja. denke ich an dauernd Sachen, die überhaupt nicht relevant, also nicht jetzt konstruktiv sind, ja. Und dieser weiche Fokus, von dem du gesprochen hast, das ist wirklich eine gute Art, auch den Verstand anzuhalten, zu hören, was höre ich denn jetzt gerade? Weil es gibt ja auch ganz verschiedene Menschentypen, ne? Viele sind visuell, es gibt welche, die sind eher auditiv, also übers Hören, nehmen sie ihre Umwelt mehr wahr oder fühlen, ja. Und da, wenn man dann weiß, welcher Typ ist man dann, dann kann man auch schauen, wie schaffe ich es denn gut, ja. Also, Leute, die auditiv unterwegs sind, die können dann zum Beispiel sich hinsetzen und einfach mal schauen, was höre ich denn jetzt gerade? Da knistert die Kerze. Oder wenn es am Tag ist, da zwitschern die Vögel. Ja? Und dann hat der Verstand keinen Platz. Ja? Und trotzdem, das Atmen ist super easy, nach wie vor. Oder genau, einfach hinsetzen, Augen schließen, einatmen, ausatmen und sich nur auf den Atem konzentrieren. Ja. So.
Das Und Einatmen, das Ausatmen und das Spüren. Und immer beim Einatmen ans Einatmen denken, beim Ausatmen ans Ausatmen. Und das einfach spüren. Und du wirst merken, erstens wirst du ruhiger, sowieso. Stressbefreiter wirst am Ende, du wirst besser schlafen danach. Und du wirst merken, dass deine Gedanken sich einkriegen. Das ist also bei Gedankenkreisel oder so verwendet man das auch ja. ganz gut. Ja. Also ich denke, das ist überhaupt das Allerwichtigste, zu schauen, also wenn ich mit meinen Klienten arbeite, zu schauen, dass die erst einmal rauskommen aus diesem Verstand und einfach mal in die Ruhe kommen, ja. Und da gibt es ganz fantastische Tools dazu. Aber wie gesagt, für jeden, der ja gerade mal jetzt vielleicht das ausprobieren möchte, einfach mal langsam zu atmen. Allein sich zu konzentrieren, dass der Atem langsam ist, und mit langsam meine ich wirklich langsam, nämlich so, dass du nicht merkst, dass du atmest, ja. Genau. Probier das mal. Das ist echt nicht so leicht, aber es bringt dich da raus, ja, und das ist wichtig. Und von diesem Hier und Jetzt kommt man eigentlich gleich zum nächsten und das ist so diese Achtsamkeit. Ne? So sich in Achtsamkeit zu üben. Man hört ja eh ständig und denkt sich immer, ja, was soll ich denn achtsam, 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 ja. Aber wirklich einmal zum Beispiel in einen Park zu gehen, sich hinzusetzen auf eine Bank und einen Baum anzuschauen. Ja. Einfach wirklich bewusst für mehrere Minuten einen Baum anzuschauen. Wie ist der Stamm? Wie ist der beschaffen? Wie sind die Blätter? Ist da ein Nest drin? Sitzt da ein Vogel drauf? Ist das Laub herunten oder blüht da gerade was auf? Wie schaut das aus? Wie ist die Krone? Wie viele Äste? Wie viele Unteräste? Sondern wirklich die Details dieses Baumes sich anzuschauen. Das schärft den Verstand, das schärft die Sinne und das schärft die Achtsamkeit. Und wenn man achtsamer durchs Leben geht und wenn man immer wieder so kleine Übungen macht, dann wird man auf Dauer auch ruhiger. Man wird das merken. Und das ist wichtig, so wichtig, das Allerwichtigste, ne? So das Auge im Sturm zu sein, ja? Ja. Und weil du gesagt hast, den Baum zu betrachten oder überhaupt mal zu schauen oder sich bewusst zu machen, was für ein Wunder unser Leben eigentlich ist und was es so alles gibt, ja? Albert Einstein zum Beispiel hat gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, die Welt zu betrachten. Als so, als sei nichts ein Wunder, oder so, als sei alles ein Wunder, ja? Also allein, wenn man sich mal zum Beispiel eine Sonnenblume anschaut, diese heilige Geometrie, die du da drin findest, der Fibonacci-Code, das ist, Super. wenn man da wirklich mal mit dieser Achtsamkeit durchs Leben geht und einfach schaut, wow, was für ein Wunder, ja, allein unser Leben, allein wie wir selber als Menschen geschaffen sind, dass unser Herz schlägt Tag für Tag, ja. Eben. Ja. Genau, wenn wir eben sagen, so, wir sind so getrieben, ich muss morgen arbeiten und ich muss das und das und das und das und das. Halte mal inne einfach, bleib einmal kurz bei dir, mach eine Atemübung, ja, einmal kurz den Körper spüren, einmal rauszugehen, einmal die Umgebung sich anzuschauen, was rieche ich, was höre ich, was spüre ich, was fühle ich, was schmecke ich. Und das führt uns so viel mehr wieder ins Hier und Jetzt und in die Achtsamkeit und im Endeffekt dazu, dass man einfach auch besser durch 2022 kommen, glaube ich. So ist es, genau. Und weil du gesagt hast, im Körper sein, das ist mit unserer schnelllebigen Technologie heute sowieso auch ein ganz großes Problem. Die meisten von uns sitzen viel zu viel am Computer. Und wenn sie nicht am Computer sitzen, dann sitzen sie am Handy. Ja, also ein bisschen so Medienabstinenz tut sicher ganz gut. Und weil wenn wir immer medienpräsent sind und allein die Videos oder Filme, wie sie heute geschnitten sind, das ist so staccato, das ist eigentlich überhaupt nicht gut für unser Gehirn, ja. Und wenn wir uns dann, und wir sind mit der Energie nur hier oben, und wir müssen auch wieder lernen, unseren Körper wirklich ganz zu bewohnen, ja, zu spüren, ja, den Atem fließen zu spüren und so, ja. Also, und es ist wirklich so, wenn man das sich angewöhnt, das Leben so zu gestalten, dass man diese Dinge bewusst macht, immer wieder, und sich immer wieder in die Achtsamkeit begibt und immer wieder ins Hier und Jetzt, dann geht es einem einfach besser. Ich beschäftige mich jetzt seit ja, 2 Jahren intensiv mit dem Ganzen, und ich muss echt sagen, und ich habe einiges in mein Leben integriert und ich bin ein völlig anderer Mensch als noch vor 2 Jahren. Ja. Also das kann ich unterschreiben, das ist definitiv so. So ist es.
Und ich liebe das, wenn ich das weitergeben kann an jemanden. Wenn ich sage, schau her, wo stehst denn? Wo ist das Problem? Oder gibt es überhaupt ein Problem? Oder siehst du nur eins? Und wie einfach ist denn da mal einen anderen Blickwinkel drauf zu werfen? Ja. Einfach mal von außen drauf zu schauen und sagen, schau her, probier das oder probier das oder wo könnte man denn hingehen? Was könntest du denn vorstellen? Genau. Und das ist so einfach eigentlich, aber wir sind oft so in diesem Tunnel so drinnen, weil wir genau diese Vorstellung haben, was da passieren muss. Und dann passiert es nicht und dann sind wir enttäuscht. Ja. Und auch, was man auch noch tun kann, ist natürlich immer hin zu hinterfragen, was ich mir da so denke, stimmt denn das überhaupt? Oder was mir mein Verstand da einzureden Ja, versucht. genau. Stimmt denn das überhaupt? Ja? Sind Männer so und so, alle? Sind Frauen so und so, alle? Ist die Zukunft so? Stimmt das alles, was die uns da so erzählen? Egal jetzt welche Seite, ne? Einfach auch wieder mehr zu fühlen, ja? Und sich eben bewusst zu machen, wir sind schöpferische Wesen. Wir können unsere Realität gestalten, aber irgendwann einmal müssen wir den ersten Schritt tun und wir müssen uns entscheiden. Und ich habe die Erfahrung gemacht und du sicher auch, Marcel, wenn man sich für etwas entscheidet und ein Commitment eingeht, nicht nur demjenigen, den man jetzt zum Beispiel, ja, sagt man lässt sich begleiten oder so, sondern sie in erster Linie geht man Commitment sich selber gegenüber ein. Und dann öffnen sich die Türen, weil ja, deine Seele sagt dann einfach, okay, die will oder der will, super, da unterstützen wir jetzt, das geht in eine gute Richtung, da öffnen wir Türen, das ist wirklich, das hat schon was Magisches, das ist echt faszinierend. Schon, und man kann viel Energien freisetzen. Das ist einfach so. Ja. Also die Energie kommt immer von mir raus und wie ich sie rausgebe, so kommt sie auch wieder zurück. Es gibt immer ein Für und ein Wider, ein Yin, ein Yang, ja, ein Blau, ein Weiß, ein Schwarz. Es gibt Tag und Nacht, ja, es gibt Sommer, es gibt Winter. Es ist immer ein Duo quasi. Ja. Und so Genau. ist es auch mit der Energie. Mit welcher Energie gehe ich in eine Sache rein, so wird die Energie auch wieder zu mir zurückkommen. Das So ist ist. definitiv so. Genau. Um es jetzt zum Beispiel auf unsere Wünsche umzumünzen, wir sind nicht das, was wir uns wünschen, sondern das, was wir sind und ausstrahlen. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir ein schönes Leben haben wollen, wenn wir glücklich sein wollen, wenn wir Müssen uns, Glück ausbauen. sollten wir Liebe ausstrahlen. Ganz einfach. Und genauso ist auch, sollte man auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, Druck erzeugt Gegendruck. Immer. Je Ja. mehr ich den Druck erhöhe für irgendwas, desto mehr Widerstand wird sich da entgegensetzen. Genau. Und je mehr ich Druck rausnehme aus einer Geschichte, desto leichter wird sie laufen. So So ist es auch im Leben. funktioniert das. Deswegen sind auch Pausen so wichtig, ne? Dass man auch, wenn man jetzt zum Beispiel selbstständig ist oder so, sich immer wieder mal Pausen gönnt oder auch, wenn man ganz normal arbeitet. Ganz wichtig. Die Pausen sind wichtig und da einfach auch zu schauen, was für sich zu tun, ja? Gut für sich zu sorgen. Nur wer gut für sich selber sorgt, wem es gut geht, der kann sich auch gut um andere kümmern. So einfach ist es. Ja. Wenn es mir selber nicht gut geht, wer kann helfen können, das Ja, funktioniert. so ist es, genau. Und insofern, ich meine, je mehr Menschen stabil sind, in sich frei sind, die immer wieder schauen, dass es ihnen gut geht, je mehr Menschen wir werden, desto mehr können wir ja unsere Realität dann auch beeinflussen. Desto mehr Energie setzt man dann auch frei ins Positive, natürlich. Ja, klar, sicher. Da wäre schon was möglich, ne, wenn wir alle irgendwie an einen Strang ziehen würden. Das ist wohl wahr. Genau, aber dazu müssen wir raus aus der Angst, weil Menschen in Angst sind, ja, können nicht mehr klar denken. Ist logisch, ist panische Bei Reaktion. Angst schaltet sich der Verstand aus. Dann bist du in einer Coping-Reaktion und dann reagierst du nicht mehr. Dann agierst du nicht, dann reagierst du. Dann wirst du quasi regiert. Genau. Und dann Jetzt. bist du auch leicht manipulierbar und das ist nicht gut. Na, auf keinen Fall. Also gut, wir sollten uns ein bisschen achtsamer ausrichten für 2022. Schauen, was wir wirklich wollen, ob das wirklich mit meinem Sinn, mit meinen Werten übereinstimmt, glaube ich, haben wir gesagt, oder? Ja, mit meinem Herzen vor Ja, mit allem. dem Herzen genau dabei sein. Das ist das Wichtige. Ja. Mit dem Herzen die Sachen angehen 2022. Ja. Und ich glaube auch, man sollte alles einmal ein bisschen lockerer vielleicht nehmen, manche Dinge. Und vielleicht auch einmal über sich selber lachen können oder sagen, jetzt nehme ich das schon wieder so ernst, warum eigentlich? Ja. Genau, ja. Oder was passiert denn, wenn das jetzt nicht klappt? Geht jetzt wirklich die Welt unter, wenn einmal was nicht klappt? Ja.
Es werden immer Sachen nicht klappen, es wird uns auch immer mal nicht gut gehen, aber ja, also ein Coaching oder ein Ding wird dich niemals dahin bringen, dass du immer in deinem Leben glücklich bist. Wie soll denn das funktionieren? Das geht ja nicht. Eben. Aber wir können lernen, wie wir mit Rückschlägen, mit Tiefschlägen oder mit Schmerz einfach besser umgehen können. Und da müssen wir mehr bei uns sein, einfach. Ja, es ist immer eine Sache der Perspektive, ne? Ja. Ich kann ein Ereignis in meinem Leben nur negativ betrachten, dann lerne ich nichts. Aber ich kann auch sagen, okay, ist die eine Beziehung aus? Ja, wer weiß, vielleicht wartet um die Ecke einer, der viel, viel besser passt, ja? Das Und kann man sich nicht in die ersten 2 Tage nach der Trennung sagen, natürlich nicht. ja, klar, ist logisch, aber Aber auf doch könnte Dauer, ne? man rein theoretisch schon, natürlich, klar. Aber es ist wirklich immer eine Sache der Betrachtungsweise, ja. Und das hat ja auch was mit unserer Schwingung, mit unserer eigenen Frequenz zu tun. Und ja, es ist wichtig, dass wir schauen, dass wir das alles wieder auf die Reihe kriegen, ja. Das ist, und du hast recht, und das ist halt das Spiel auf Planet Erde. Wir leben in einer Welt der Dualität. Wie soll ich denn wissen, wenn es mir gut geht, wenn ich nicht weiß, wie es ist, wenn es mir gut geht? Und ich hab am 1.1. was Nettes gepostet. Ich habe dann irgendwie geschrieben, so, ich habe jetzt beschlossen, 2022 wird super. Punkt. Super, Ja. Marcel. Eben. Und ich habe so viele Reaktionen gekriegt. Das haben wir so viel geschrieben. Ich gesagt, habe, das finde ich geil. Ja, das mache ich jetzt da und so. Ja. Und das ist so. Ich sage einfach 2022, ja, komme, was möge. Ich finde das super. Ich finde das spannend. Ich freue mich drauf, auf die vielen Möglichkeiten, auf die vielen Menschen, die ich kennenlerne, auf die vielen Situationen, die sich ergeben. Ich werde lachen, ich werde weinen, ich werde Freude haben. Also, es wird fantastisch werden. Da bin ich überzeugt davon. Es wird fantastisch werden, auf alle Fälle, weil es deine Perspektive ist und meine auch. Also Genau. wird es ganz einfach. Super, ich glaube, so, also in dem Sinn können wir es beschließen heute, oder Tanja? Ich glaube auch, ja. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir hören uns da wieder mal so auf Insta und so. Auf alle Fälle sehr, sehr gerne, ja. Machen Danke. wir. Danke dir und einen schönen Abend euch allen. Euch, Danke. genau, alles Gute. Gell? Ein schönes 2022. Jawohl. 2022 wird super.